Mein, geht da viel Zeug drauf. Wunderbar, so jetzt ist auch noch. Das ist ganz einfach. So, und jetzt überlegt euch. Jetzt kommt der erste und schön, vielleicht. Der wollte jetzt schwarz holen. Aber mach das so. Arbeite so doch, einfach. Aber er muss erst mal hinlaufen. Nein, jemand anders macht das. Carola, hol schwarz. Ich finde es dreckig. Ja, da kannst du noch was machen. Mach's mal, haut's mal. Ja, wenn es einmal dort ist, wieder dumm. Oder geht? Du hast schon rot. Ist da noch was? Ist das genug drin? Für was? Ach, brauchst du nicht mehr? Oder brauchst du einen dicken Pinsel? Nee, ich brauche einen dicken Pinsel. So, halt den los. Ja. Dann kannst du den Kittel ausziehen, Jacke anziehen. Wo rennt ihr rum? Ich hab nur eine Schatzstelle. Ja, mach doch mal so. Hier muss ich scharf drücken, wenn jetzt verkommst. Meine Hände sind so mega, kriegst du das hin? Ich könnte jetzt, wenn ihr noch warten müsst, mal eben sehen. Doch, frisches Wasser! Dann hört man auch. Kann ich auch ein Taschentuch? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war. Ja. Sonntag kommt er, ja? Klar. Ihr kommt alle zur Ausstellung. Wasser kommt. Immer bergrunter, bis Wasser kommt. Ach, der hat noch ein bisschen geschenkt. Ja, ja. Zeig mal. Tschüss. Ja, die haben wir ja nicht. Tschüss, Rudio. Tschüss. Da sich ja nur alle Künstler aus aller Welt hier zum Symposium getroffen haben oder vielleicht noch immer da sind, ein Projekt zusammen mit den Künstlern und den Kindern der AWO in Velbert zu organisieren. Das heißt, 10 Kinder, die von der AWO ausgesucht worden sind, zu uns zum Symposium gekommen und haben Skizzen von 10 Künstlern gemalt, also Porträts, 10 Künstlerporträts. Diese Porträts wiederum wurden von dem Künstler Ralf Klement aus Mühlhausen bei Erfurt mit der mit der Kettensäge in 3 Tagen gesägt. Das heißt, er musste die Zeichnungen umsetzen in 3-dimensionale Arbeiten, in Skulpturen. Oh. Und zwar wirklich nach den Vorlagen der Kinder. Da wurde nichts beschönigt, nichts zugemacht und nichts weggenommen. Ja, wir hatten irgendwie schon fast ein schlechtes Gewissen. Er hat wirklich von morgens bis abends 3 Tage lang gesägt, wie verrückt. So gerade. So, dann Die ist leider krank. Die hat den Pollo Colangelo
Ja, der war nicht so einfach, ne? Der macht ja immer Faxen. So, aber sie hat alles festgehalten. Johanna Ehlen und Norio Takaoka von Japan. Super! Ja? Ist super? Ja, also ich denke, das verträgt jetzt einen ganz ordentlichen Applaus. Ja! Aber die Ähnlichkeiten sind doch festzustellen, oder nicht? Ja! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall!